Ja, wunderbar. Dann darf ich ganz herzlich willkommen heißen zum dritten DigiTalk, dem Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen im Rahmen von DigiProf, dem Arbeitsbereich Digitale Professionalisierung in der Erwachsenenbildung auf erwachsenenbildung.at, der diesmal auch im Rahmen des EPMOOC Plus stattfindet. Das ist unser großer, offener Online-Kurs zu allem Wichtigen zum digitalen Arbeiten in der Erwachsenenbildung, der gestern gestartet ist und jetzt schon mit fast 2000 registrierten Teilnehmerinnen läuft. Mein Name ist Birgit Aschemann von Conedo und ich bin heute für die Moderation zuständig und möchte diese Gelegenheit nutzen, um mich gleich als allererstes bei unserem Fördergeber zu bedanken für diese Möglichkeit, die wir hier haben, wirklich zur digitalen Professionalisierung und Weiterentwicklung beizutragen mit den DigiTalks und mit dem EBMOOC. Das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung ermöglicht uns das. Und dafür gleich zu Beginn ein herzliches Danke. Sie sollten alle die Einstiegsfolie sehen mit unserem Thema: Wie verändert sich der Beruf Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin im digitalen Zeitalter? Und dieser Talk wird auf der einen Seite möglich durch unsere Diskutantinnen, Diskutanten hier im Podium und durch das zahlreiche Publikum. Wir sind ja fast 100 Leute herinnen, aber natürlich auch durch das Support-Team ganz stark unterstützt und ermöglicht. Deswegen möchte ich an dieser Stelle auch gleich einmal ein herzliches Danke in die Runde schicken an dich, Martina. Martina Süßmeier als Medientechnikerin hat ja schon das Technik-Intro gestaltet und dafür ein herzliches Danke. Wer Fragen zur Technik hat, bitte weiterhin einfach diese Fragen im Chat posten. Die Martina wird verlässlich rasch antworten. Mein weiterer Dank geht an Karin Kulmer, unsere Medienpädagogin im Bereich DigiProf, wird im Chat und als Moderationssupport dabei sein. Das heißt, wenn Sie inhaltliche Fragen im Chat stellen, die gleich und einfach zu beantworten sind, dann wird sie diesen Chat servicieren. Aber sie wird mich auch unterstützen, wenn es im Chat bunt zugeht und ganz viel los ist, dass Ihre Anmerkungen, Kommentare, Fragen und Inhalte nicht verloren gehen, dass die mir auch zugespielt werden. Vielleicht sind sie dann gar nicht mehr sichtbar, wenn der Chat schnell läuft. Aber Karin wird dafür sorgen, dass nichts verloren geht. Und zwei zusätzliche Kolleginnen, die jetzt gar nicht sichtbar sind, nämlich Simone Müller und Antonia Bichler, unterstützen außerdem dabei, dass wir heute Nachmittag einen gemütlichen Talk miteinander haben und Ihnen ein ganz herzliches Danke. Ich mache gleich weiter mit organisatorischen Hinweisen, die an dieser Stelle wichtig sind. Der erste lautet: Bitte beachten Sie, dass der Talk aufgezeichnet wird und veröffentlicht wird. Sie haben, wenn Sie sich im Vorfeld angemeldet haben, dem schon zugestimmt. Ansonsten, wenn Sie hier jetzt dabei bleiben, gehen wir von Ihrer Zustimmung aus. Die Aufzeichnung läuft bereits. Wer sich vorher angemeldet hat zu diesem Talk, der kann auch eine Teilnahmebestätigung speziell für dieses Webinar bekommen und muss dafür bitte mit dem echten Namen jetzt dabei sein. Also Sie haben ja einen Namen angegeben beim Beitreten des muss dann auch der Name sein, mit dem Sie sich angemeldet haben. Und bitte auch bis zum Schluss dabei sein und eine Frage beantworten, die wir ganz am Ende noch dazu stellen werden. Sollten da irgendwelche Fragen auftauchen rund um die Teilnahmebestätigung, schreiben Sie bitte einfach ein E-Mail an webtalk@erwachsenenbildung.at. Wir können diese E-Mail-Adresse auch gleich im Chat posten, wenn Sie uns an webtalk@erwachsenenbildung.at schreiben, dann können wir dort Ihre Fragen beantworten. Ja, schön, dass Sie dabei sind. Sie gehören quasi. Ich höre die Martina. Martina, wolltest du was sagen? Habe ich jetzt gehört? Das war, glaube ich, nicht absichtlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ja. Sie gehören zu den privilegierten 100, sage ich mal. Ja. Der Raum ist nämlich wirklich tatsächlich voll und bis auf einen kleinen Türschlitz
sozusagen auch jetzt zu und gesperrt. Also man kann jetzt auch nicht mehr nachkommen und dazukommen. Das heißt, wenn Sie sozusagen, wenn Sie nett sein wollen und mit dem Handy und Standgerät drinnen sind, dann ist es natürlich nett, wenn man mit einem Gerät aussteigt. Also falls irgendjemand doppelt an diesem Meeting teilnimmt, an diesem Talk teilnimmt, wäre es natürlich gegenüber den anderen Kolleginnen und Kollegen fein, mit einem Gerät rauszugehen. Nur für den Fall, dass das jemand tut. Weil wir so viele sind, haben wir hier jetzt einfach nur die Möglichkeiten der Großgruppenmoderation in diesem digitalen Raum. Das heißt, wir werden uns wirklich mit unseren Kommunikationskanälen beschränken müssen. Wir müssen tatsächlich uns auf den Chat konzentrieren. Wir werden Sie wegen der Größe der Gruppe nicht hörbar und sichtbar schalten können. Aber wir greifen wirklich alle Themen, alle Fragen und alle Inhalte, die im Chat kommen, ganz verlässlich auf. Sie kommen vielleicht nicht gleich dran. Das ist so, wie wenn man in einem großen Diskussionsraum sitzt und man kriegt das Mikro nicht sofort. Ja. Aber Sie kommen alle dran. Also darauf können Sie sich wirklich verlassen mit Ihren Inhalten. Gut, was ist noch wichtig zu Beginn? Da muss ich jetzt einmal schauen, ob es noch irgendwas gibt, was wir vorausschicken können oder müssen. Ja, es gibt in Zoom die Möglichkeit, die Hand zu heben. Das ist jetzt aber auch nicht das, worauf wir schauen. Wir schauen wirklich auf den Chat. Genau, vielleicht noch eine wirklich hilfreiche Anmerkung zu Ihrer Darstellung. Zoom bietet ja die Möglichkeit, dass Sie sich die Fenster gut anordnen können, so wie Sie das haben wollen. Sie sehen das vielleicht alle auch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, welches Fenster Sie sich wohin legen oder wie groß Sie das ziehen. Es könnte sein, dass Sie sich gestört fühlen durch eine Reihe von schwarzen Flächen oder Fenstern von den Personen, die jetzt ihre Kamera nicht einschalten konnten oder eben nicht aktivieren können. Wenn das so ist, dann können Sie einfach mit dem Mauszeiger auf eines dieser schwarzen Felder draufgehen. Dann erscheinen rechts oben drei Punkte. Und wenn Sie auf diese drei Punkte draufklicken, dann gibt es unten die Möglichkeit, Teilnehmer ohne Video ausblenden. Wenn Sie das machen, sind die schwarzen Felder weg. Dann ist es ein bisschen angenehmer für Sie zum Schauen. Also für alle, die da einfach noch ihre Ansicht angenehmer gestalten möchten. Ein kleiner Punkt im Beipack fehlt noch, der ist auch ganz wesentlich. Sollten Sie rausfallen, weil Ihre Verbindung wackelt oder schlecht ist oder weil es irgendein ein Problem auf Ihrer Seite, ein technisches gibt und Sie würden aus dem Meeting rausfallen, der Raum ist ja voll, ja, dann ist wahrscheinlich, dass Sie nicht mehr reinkommen. Also es ist möglich, dass es dann keinen Platz mehr gibt. Dann würde ich Sie bitten, auf den Livestream zu wechseln und uns das nachzusehen. Das setzt voraus, dass Sie sich jetzt den Link zum Livestream notieren. Wir blenden ihn im Chat auch noch einmal ein. Und wenn Sie sich diesen Link notieren, sind Sie ja dann schnell auch im Livestream dabei und können zumindest weiter zuhören. Selbstverständlich wird die Aufzeichnung des Webinars in Kürze veröffentlicht. Wir können davon ausgehen, dass wir morgen schon im Laufe des Tages die Aufzeichnung des Webinars auch haben werden und Sie finden sie unter der gleichen Adresse, wo Sie jetzt den Livestream finden. Ja, das war die organisatorische Vorrede, die ist ja immer nicht so spannend, aber trotzdem wichtig. Wir kommen zum inhaltlichen, zum spannenden Thema des heutigen Nachmittags und zum Thema Erwachsenenbildner sein im digitalen Zeitalter. Ja. Ich werde mich da nicht lange verbreiten. Ich möchte nur ein paar Gedanken vorausschicken. Wir alle kennen die grundlegende Diskussion zu dieser Thematik. Es ändert sich der Beruf, es gibt neue Lerninhalte. Wir haben einen digitalen Bildungsauftrag inhaltlich betrachtet. Es gibt neue Tools, es gibt neue Formate, neue Räume. Es gibt jede Menge Veranstaltungen zu dieser Thematik, die inzwischen auch mehr und mehr die Organisationsentwicklung betreffen. Damit verbunden sind neue Arbeitszeiten, auch neue Arbeitsorte, eine Flexibilisierung in unterschiedlichen Arbeitsfeldern, für uns in der Erwachsenenbildung auch neue
Mediengewohnheiten der Zielgruppe, neue Lerngewohnheiten der Zielgruppe und neue Anforderungen für uns und neue Chancen auch, aber natürlich auch ganz viele neue Anforderungen. Das alles halte ich noch für eine Untertreibung. Und ich möchte Sie mit dieser Folie, also ich hoffe, Sie fühlen sich nicht angeschrien mit Leitmedienwandel, Leitmedienwandel, Leitmedienwandel. Aber ich finde, der Begriff bringt es wunderbar auf den Punkt, womit wir es zu tun haben. Es ändert sich wirklich unser Leitmedium. Ja? Also natürlich nicht so von Schriftlichkeit. Es gibt, wir arbeiten natürlich längst mit Büchern und Computern, aber wir sind im Netz in einer Weise verbunden und arbeiten digital und kommunizieren medial digital, die den gesamten Charakter von Wissen und Lernen verändert. Ja? Also Wissen ist überall geteilt, wenig kuratiert, im Wahrheitsgehalt wenig überprüft, Lernen passiert ganz viel informell, alleine in offenen Räumen. Also Wissen und Lernen verändern ihren grundlegenden Charakter und damit geht es ans Eingemachte für uns in der Erwachsenenbildung. Das berührt wirklich die Substanz und den Kern unseres Berufs, dass sich da auch ganz, ganz viel in der Beruflichkeit verändert, ist ganz klar. Es verändern sich die Beziehungen zwischen Erwachsenenbildnern, Erwachsenenbildnerinnen und den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ebenso wie die zwischen Erwachsenenbildnern, also Trainern, Trainerinnen, Unterrichtenden und den EB-Anbietereinrichtungen, die ja auch Arbeitgeberinnen sind. Also es gibt einfach ganz viel, was sich da verändert und auch was zu diskutieren ist. Für diese Diskussion haben wir 4 spannende Diskutanten, Diskutantinnen am Podium gewonnen, die sich jetzt gleich selber kurz vorstellen werden. Und ich darf einfach das Wort gleich an unsere erste Diskutantin weitergeben und dich, Marianne, bitten, dass du dich hörbar schaltest und kurz vorstellst. Ja, mein Name ist Marianne Hamani-Birnstingl. Ich bin Geschäftsführerin des Vereins Danaida in Graz. Wir sind eine Bildungseinrichtung für Frauen, machen von Frauen und für Frauen, machen Deutschkurse und Basisbildung, vorrangig mit Migrantinnen. Und das Thema, nachdem ich doch schon einige Jahre beschäftigt bin in dem Bereich, betrifft mich sehr lange und ich habe auch eine sehr lange Entwicklung miterlebt, ja, so von diesen ersten Computern, ich glaube, das waren so 386er oder sowas, bis heute. Das hat sich wirklich unglaublich viel verändert und da ist es einfach ja, sehr, sehr spannend, aber auch sehr komplex geworden in unserer Arbeit. Genau, du überblickst da schon eine sehr lange Zeit. Ja, das Alter hat ja auch seine Vorteile. Genau, kann ich nur bestätigen. Ja. Du hast es da als Motto so dazu geschrieben, wir stellen fest, dass fast alle Lernenden bereits viel können. Wir werden dann drauf zurückkommen. Ja. Aber ich gebe jetzt einfach mal weiter in der Vorstellungsrunde und bitte dich, Philipp, ein paar Worte zu deiner Person zu sagen. Hallo, mein Name ist Philipp Dauche, ich bin pädagogischer Mitarbeiter in der Abteilung für Weiterbildung für Arbeitnehmervertreterinnen in der Arbeiterkammer Wien und wir führen Ausbildungen durch für alle Formen von Arbeitnehmervertreterinnen, das sind Betriebsrätinnen, Personalvertreterinnen, Sicherheitsvertrauenspersonen, Laienrichterinnen, Arbeitnehmervertreterinnen, Aufsichtsräten, Jugendvertrauensräte, also gibt es eine ganze Reihe von Ausbildungen und Zielgruppen, sozusagen, die wir betreuen. Das heißt, ich bin aber in der Arbeiterkammer sozusagen auch nicht etwas Arbeitsrechtler oder bildungspolitisch Verantwortlicher da, sondern als Erwachsenenbildner und wir sind sozusagen im Bildungszentrum der Arbeiterkammer Wien Auftraggeberinnen, natürlich für Trainerinnen. Wir sind trainieren selber da, wir sind pädagogische Mitarbeiterinnen, wir gestalten sozusagen das Bildungszentrum mit, das heißt auch sozusagen in digitalen Agenten und bilden natürlich auch die Arbeitnehmervertreterinnen von Erwachsenenbildner in Erwachsenenbildungsorganisationen, gehören auch zur Zielgruppe sozusagen, die wir dabei haben und haben wir auch immer wieder Teilnehmerinnen sozusagen, die da bei uns in den Kursen und Lehrgängen dabei sind. Genau, mit vielen digitalen Themen auch immer, soweit ich das so mitkriege und auch verfolge. Danke dir, Philipp. Maschinensturm 2.0, da werden wir dann noch hinschauen, was das einfach heißen kann. Also
verspricht ja auch einen spannenden Aspekt dieser Diskussion. Susanne, bitte. Müsstest du dich bitte noch dein Mikro, genau, danke, Mikro einschalten. Ja, hallo, mein Name ist Susanne Zierer. Ich bin Sozial- und Berufspädagogin und habe lange Zeit in der Erwachsenenbildung gearbeitet und war auch in der Bildungs- und Berufsberatung für Erwachsene tätig. Mich haben die Fragen des Lernens und die Möglichkeiten des Lernens im Internet sowohl persönlich als auch durch die Lernenden, mit denen ich zu tun gehabt habe, interessiert. Und deswegen habe ich dann auch eine Ausbildung, ein Masterstudium E-Education absolviert, weil ich eben diese spannenden Möglichkeiten mir genauer anschauen wollte. Ja, und ich glaube wirklich, dass man, wie ich auch als Motto formuliert habe, Digitales lernt man größtenteils informell. Das, glaube ich, wird wirklich nur so laufen in Zukunft. Mhm, genau, du machst da einen ganz starken, sozusagen, machst uns das ganz stark bewusst. Danke, Susanne. Du bist ja bei uns gerade heute so eine sehr geheimnisvolle Diskutantin, weil man dich nicht immer ganz ununterbrochen hört und auch nicht ganz ununterbrochen sieht. Also die Digitalität verschleiert dich da ein bisschen. Das war natürlich im Test nicht so. Aber ja, Leitungen sind immer wieder mal für Überraschungen gut. Danke dir vielmals. Ich bin in der Region außerhalb von Glas zu Hause und anscheinend ja. Ist das mit dem Breitbandausbau noch nicht so weit. Genau. Also es ist wirklich so, wie man immer wieder hört, am Land kann es ruckeln. Gut, dann Hildegund, bitte. Ja, mein Name ist Hildegund Hetschko. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag. Ich bin in einer Erwachsenenbildung seit 1987 und habe hier auch, wie soll ich sagen, die Geschichte von einem ganz analogen Unterricht zu der Digitalisierung live miterlebt. Ich habe gearbeitet und arbeite für alle großen Institutionen der Erwachsenenbildung in Österreich, ein bisschen auch in Deutschland und habe auch immer wieder für Firmen gearbeitet. Und fühle mich recht wohl in diesem Dreieck, Birgit, das du ganz am Beginn gezeigt hast. Ich bin ja Trainerin und zwar für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache, für Literatur und ganz stark auch für Train the Trainer mit neuen Lern- und Unterrichtsmethoden. Ich habe fast 20 Jahre im Bildungsmanagement gearbeitet bei den Wiener Volkshochschulen und bin jetzt seit 2 Jahren selbstständig mit einer eigenen kleinen Firma und vertrete sozusagen für mich selber alle drei Positionen, die du gezeigt hast. Und merke aber immer jeweils, in welchem Eck ich gerade bin. Aus dieser Perspektive sehe ich das Ganze. Ja? Also das ist ganz spannend eigentlich. Ja, das ist total interessant, weil du das Ganze aus unterschiedlichen Perspektiven eben sehen kannst, gell, Hildegund. Und du hast ja diesen Satz da gleich auf deiner Infofolie geprägt, die Digitalisierung bereichert den Unterricht, macht aber nicht reich. Ja. Genau, so ist es in der Lehre, und aber sie macht glücklich, ja. Aber sie kann glücklich machen, sie macht glücklich, okay. Ja, wunderbar, dann danke euch für diese Kurzvorstellungen. Ich stoppe jetzt einmal da die Präsentation. Das wird auch gleich bewirken, dass man uns alle größer sieht. Gell? Das ist wahrscheinlich ein bisschen angenehmer während der Diskussion. Und ich würde dann eigentlich jetzt den Fokus gern so auf unsere Zuhörer, Zuhörerinnen mal richten, Zuschauerinnen und nachfragen. In einer ersten kleinen Umfrage, in welchem Bereich der Erwachsenenbildung, wenn überhaupt Erwachsenenbildung, Sie denn eigentlich tätig sind? Und wir bekommen da ja schon die Umfrage eingeblendet und ich würde wirklich alle bitten, einfach mal zu klicken, damit wir ein Bild davon bekommen, sind denn da eher Trainer, Trainerinnen da, eher Bildungsmanager, Bildungsmanagerinnen, sind sie eher selbstständig tätig, kommen vielleicht aus ganz anderen Bereichen oder sind in der Ausbildung, wie schaut es denn da aus? Weil diese Perspektive, wie du das am Schluss angesprochen hast, Hildegund, die macht natürlich schon, die prägt natürlich schon den Blick
auf die Digitalität und Digitalisierung. Und was ich da so auf den ersten Blick sehe, wir sind natürlich jetzt noch nicht durch mit der Umfrage, aber immerhin haben schon 84% abgestimmt und davon haben über 40% gesagt, sie kommen aus dem Bildungsmanagement. Und eine zweite größere Gruppe, über 20%, sagt, sie sind selbstständig in der Erwachsenenbildung. Ja, ja, spannend. Also so viele aus dem Bildungsmanagement. Und auch so viele Selbstständige. Gell? Natürlich Kursleitung sehe ich da auch mit fast 20%. Mhm. Das verspricht eine interessante Diskussion, weil gerade so diese Selbstständigkeit, die Kursleitung und aber auch das Bildungsmanagement wahrscheinlich drei unterschiedliche Perspektiven auf die Thematik auch ausmachen. Und wir diese alle mit einem ordentlichen Gewicht vertreten haben. Das freut mich sehr. Wir werden jetzt die Umfrage wieder beenden. Und gleich noch zu einer zweiten Umfrage kommen, bitte. Und diese zweite Umfrage bezieht sich auf die Themen, die Sie jetzt an Ihrem Arbeitsplatz in Bezug auf Digitalisierung am meisten beschäftigen. Das ist zwar eine Frage mit Mehrfachauswahl, aber wir bitten Sie trotzdem, eine Auswahl zu treffen von höchstens zwei oder ja, zwei Punkten, damit wir ein bisschen ein Profil sehen. Was beschäftigt Sie da jetzt am meisten an Ihrem Arbeitsplatz in puncto Digitalisierung? Und zwar beschäftigen im Sinn von Wünschen. Ja, was wünschen Sie sich? Ja, was wünschen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz in Bezug auf Digitalisierung zurzeit am meisten? Und nehmen Sie sich ruhig Zeit dafür, sich das anzuschauen. Es ist ja spannend. 85%, fast 84% haben gewählt. Und wir sehen, dass natürlich die Lernmöglichkeiten zur Digitalisierung an der Spitze stehen. Mit 56%. Mag vielleicht auch damit zu tun haben, dass etliche Teilnehmerinnen des eBMUG Plus bei uns sind, die sowieso sehr aufgeschlossen für das Lernen im Punkt der Digitalisierung sind im Moment. Ja. Ich sehe aber eben auch 45%, die die technische Ausstattung sich am meisten wünschen, also eine gute technische Ausstattung, für die das wirklich so ein Hauptthema ist, ein wesentliches Thema. Ich sehe auch schon zwei von euch verständig nicken, Hildegund und Mariana, ja, also ihr habt es ja schon ein bisschen prognostiziert, dass das in diese Richtung gehen könnte. Und Flexibilisierung durch Technik ist auch ein großer Wunsch und auch viel Freiheit zum Experimentieren, ja. Spannend, ja. Also diese Hoffnung, die man mit Flexibilisierung verbindet und aber auch diese Freiheit, die man jetzt eben braucht, zum Experimentieren, sind als Wünsche ganz stark da. Ja, total interessant. Vielen Dank. Ich werde mir das jetzt einfach mitnehmen und merken, was Sie dazu jetzt abgestimmt haben und so in unsere weitere Diskussion gehen, möchte aber trotzdem jetzt als erstes mal so die Frage an euch Diskutantinnen hier am Podium richten, was denn da aus eurer Sicht im Moment die größten Herausforderungen sind, was ist denn da im Moment das Schwierigste und da auch vielleicht gleich mit dir, Marianne, starten. Ja, ich sehe als eine der wesentlichen Herausforderungen diese doppelte ja, Herausforderung für Unterrichtende oder für Trainerinnen, weil sie einerseits sowohl inhaltlich Digitalisierung als Inhalt vermitteln sollen und andererseits auch in ihrer Arbeitsform, ihre Arbeitsform sehr von Digitalisierung geprägt ist. Ich meine, für mich ist dieser eBMUG ein gutes Beispiel dafür. Ne? Er beschäftigt sich mit Digitalisierung, ist aber in der äußeren Form auch ja, versucht, alle Möglichkeiten oder sehr viele neue Möglichkeiten der Digitalisierung einzubeziehen.
Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für viele Trainerinnen. Ich meine, es ist für einen Teil, die sehr technikaffin sind, natürlich sehr, sehr spannend und interessant, aber es ist für viele auch ein Druck, dass sie mithalten müssen, dass das von ihnen erwartet wird in ihrer Arbeit. Ja. Und dass sich auch ganz, ganz viel ununterbrochen ändert. Also die Entwicklung geht rasant. Also das habe ich in meiner Vorstellung ja auch kurz versucht schon anzudeuten. Ja, also das, was ich in den letzten 25, 30 Jahren erlebt habe, und bei der Hildegard wird es ganz ähnlich sein, da hat sich unglaublich viel geändert. Und da ist es einfach ganz, ganz schwierig, ununterbrochen auch am Laufenden zu sein. Ja, das einfach erfordert, dass Trainerinnen ununterbrochen sich weiterbilden müssen. Dass sie auch, und eben der Punkt mit der technischen Ausstattung, die technische Ausstattung verändert sich ja auch ständig. Das heißt, es ist wirklich gefordert. Man sieht das ja gut, ja, also also das Beispiel von der Susanne, ne, die technischen Möglichkeiten sind zwar an und für sich gegeben, aber man hat nicht immer Zugang dazu. Egal, wo man gerade ist, je nachdem, wo man gerade ist, ist das nicht möglich. Aber natürlich auch eine Riesenherausforderung für Einrichtungen. Das kostet ja auch. Ja. Das braucht Ressourcen vom Personal, aber auch natürlich von technischen Möglichkeiten. Das heißt, es ist ein permanentes Update, auch Hardware gefordert. Und da entstehen Kosten, die jetzt für viele Einrichtungen auch nicht so leicht schaffbar sind. Ja, das Geld kommt nicht einfach so daher. Und das kostet ja durchaus das Equipment, Software und so weiter. Und da ist natürlich, da sind natürlich auch Fördergeber und Fördergeberinnen auch gefordert. Es geht schon auch darum, wir verlangen das, wir erwarten das. Es soll in der Erwachsenenbildung umgesetzt werden, aber das kommt nicht einfach von selbst, und es ist sicher keine Lösung, die Erwachsenenbildung dann einfach nur für die Teilnehmerinnen möglichst teuer zu machen, um das dann irgendwo wieder reinzuholen. Ja, ja. Also ich sehe da relativ viele Punkte, die große Herausforderungen sind. Ja, ich sehe gerade, also die das auch ermöglicht, was man vielleicht möchte. Philipp, bitte. Also ich glaube, die Infrastruktur ist natürlich eine wesentliche Voraussetzung, und natürlich braucht es eine entsprechende finanzielle Ausstattung, damit man und auch Betreuung. Das ist also, nur wenn man sozusagen einmal das irgendein Ding angeschafft hat, heißt es noch lange nicht, dass damit die Sache getan ist. Und gleichzeitig ändert sich nicht nur die Technik, sondern müssen die didaktischen Konzepte sozusagen angepasst werden, und müssen die Lerninhalte und die sozusagen da vermittelt werden, ja auch entsprechend angepasst und erarbeitet werden. Das heißt, gerade da ist einfach, also einerseits Manpower und Kompetenzen sozusagen einfach notwendig. Also mit einem Smartboard allein ist es nicht getan, sozusagen. Das steht dann vielleicht, wenn man sich sozusagen dazu nicht das in ein Konzept einbettet, in ein Organisationskonzept und didaktisches Konzept, da steht es höchstwahrscheinlich, wird es entweder sozusagen als keine Ahnung, dann klebt man halt die Post-its auf das Board dann drauf, oder weil man immer schon mit den Post-its gut gearbeitet hat, was ja auch okay ist, oder es steht einfach im Eck und verstaubt da drin. Genau, also und da das muss, also sozusagen, das muss man als Organisation mitbedenken. Natürlich ist eine Investition in die Technik, aber eine Investition in die Mitarbeiterinnen und auch in die didaktische Weiterentwicklung der Konzepte, die man hat, und auch der Angebote, die man hat. Ich möchte es nur unterstreichen, was du sagst, bevor ich auf dich, Hildegund, zurückkomme. Ich habe dich wahrgenommen. Wir haben uns ja vor kurzem zufällig auf einer Veranstaltung begegnet, wo auch COS eine Publikation vorgestellt hat mit dem knackigen Titel Smartboards sind keine digitale Strategie. Smartboards allein sind keine digitale Strategie. Und ich habe auf der Veranstaltung auch ganz stark wahrgenommen, dass es Gott sei Dank ein massives Aufwachen gibt in die Richtung, dass einfach in den EB-Einrichtungen klar wird, da ist eine Organisationsentwicklungsaufgabe, die ansteht, wo es gilt, gleichzeitig Formate, Personal, Infrastruktur und Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln, und zwar akkordiert, koordiniert weiterzuentwickeln. Das ist schwierig, ja, weil auch das braucht Zeit und Mittel, und
Know-how. Aber ist ganz wesentlich, so hinzuschauen und so hinzudenken. Ja? Ich weiß nicht, Hildegund, ob du da anschließen magst. Genau, ganz ein kurzer Punkt. Wir sind ja jetzt noch bei Herausforderungen für Unterrichtende, glaube ich, oder? Mhm. Und in den weiteren Punkten würde ich dann eher auf die Organisation auch zu sprechen kommen. Ich finde, dass die Herausforderung für Unterrichtende eigentlich stabil bleibt. Also früher hat man halt überlegt, mache ich einen Sesselkreis oder eine Schnitzeljagd. Und jetzt habe ich ein viel größeren Bereich, ein viel größeres Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. Und ich muss aber immer noch wie früher überlegen, wie ermögliche ich es meinen Lernerinnen und Lernern am besten zu lernen. Diese Frage ist eigentlich für mich gleich geblieben. Ja? Mhm. Und die Zusatzaufgabe, die ich sozusagen als Privatmensch dann habe, ich muss mir die verschiedenen Tools anschauen und dann die einen ins Kröpfchen, die anderen ins Töpfchen, weiß jetzt gar nicht, wo die Gurten waren, ja. Genau, die einen dorthin, die anderen dorthin, und das ist eigentlich eine Privataufgabe, die ich selber machen muss, damit ich es dann gut einsetzen kann. Ja? Aber ich bekomme dann eben das Geschenk dafür, dass ich unglaublich flexibel bin. Mhm. Ja, und kann es zum Beispiel, ich habe jetzt gerade Prüfungszeit, wo Leute in Quarantäne sind und nicht in den Kurs kommen können, zack, über Skype braucht man die mündliche Prüfungsaufgabe. Ja? Also das geht aber nur, wenn ich gut vorbereitet bin. Ja? Das kann ich mir nicht schneller arbeiten, sondern da muss ich vorher ein bisschen was ausprobiert haben. Mhm. Das ist die Herausforderung für mich. Ja? Mhm. Also du sprichst da von der Qual der Wahl und das sozusagen, die natürlich auch Zeit braucht, ja, aber was Lustvolles ist, ja, wenn ich die da... Genau. Ja, ja. Mhm. Okay. Es ist natürlich schon die Frage, wo lerne ich das? Nicht? Wenn du sagst, kann das nicht so schnell, ich muss das dann eigentlich im Betto haben, ich muss eigentlich so ein bisschen einen Bauchladen schon haben, einen gefüllten, um in der Situation was rauszaubern zu können. Das kostet natürlich Zeit. Mhm. Ja. Es stellt sich wirklich die Frage, wo lernt man eigentlich das, was es zu lernen gibt? Ich sehe da eben auch aus dem Chat noch eine Anmerkung. Es ist schwer, als Trainerin eine gute Weiterbildungsmöglichkeit zu finden. Ja. Ich weiß nicht, Susanne, du hast dich damit intensiver beschäftigt. Darf ich die Frage an dich geben? Wo lernt man denn so, was es zu lernen gibt? Ja, gerne. Das ist eben komplexer. Wo lernt man das? Da stellt sich auch die Frage, was, wie finde ich überhaupt raus, was es für mich oder für den Trainer jetzt überhaupt zu lernen gibt? Was ist das aktuell Wichtigste, was man vielleicht jetzt notwendigerweise lernt? Weil das, was neu und zu lernen wäre, so umfassend ist, dass es oft erschreckend ist und auch schwierig ist, das Passende dann zu finden. So wie eben im Chat steht, wo finde ich als Trainer dann passende Weiterbildungen? Mhm. Also eben, das ist so umfassend geworden und so vielfältig, dass es schwierig ist, das Passende zu finden. Und vor allem ist es ja nicht mehr so, dass für alle dasselbe zur gleichen Zeit zu lernen gilt. Ja? Mhm. Wenn es einmal eine gewisse Grundanwendungskompetenz gibt, dann gibt es ja sehr viele unterschiedliche Lernangebote, die passen können und die weiterführen. Also es gibt nicht mehr den einen richtigen Weg für alle, sondern vielfältige Wege. Und deswegen ist es oft so schwierig, das rauszufinden, was für einen selbst jetzt das Passende ist. Und vor allem ist es ja so, dass es nicht getrennt ist, das Analoge und das Digitale, sondern das hat sich ja im Alltag und auch im Bildungsalltag immer mehr durchdrungen. Also eben im Kursraum ist das Digitale anwesend und im Internet wird gemeinsam sozial gelernt. Also es ist eine Gleichzeitigkeit von allem, sodass man es gar nicht mehr so genau trennen kann. Und diese Lernräume ja auch nicht mehr dual existieren. Also da entsteht bei mir auch so dieses Bild der Fülle, die so aufgeht, die beschleunigt aufgeht. Ja, so auf der einen Seite natürlich, Hildegund, wie du das geschildert hast bei den Tools, es geht einfach diese Fülle an Möglichkeiten beschleunigt auf. Du, Susanne, sprichst das jetzt an, eben auch bei den Weiterbildungsthemen und Möglichkeiten. Natürlich, man sollte ganz viel lernen. Es geht wahnsinnig schnell. Ja, das Digitale und Analoge wächst sozusagen, verschränkt weiter. Und da einen Überblick zu bewahren, eine Auswahl zu treffen, ist sicher nicht leicht. Ja, ist nicht leicht. Ich sehe da
im Chat ganz viel Resonanz dazu, die dahin geht, ja, wie ist es denn jetzt für Selbstständige? Ja, wie kann ich denn das finanzieren? Ja, also wie für Freiberuflerinnen Experimentiermöglichkeiten zu schaffen oder gerade für kleine Organisationen diese Möglichkeiten zu schaffen, ist ganz, ganz schwierig. Hildegund, bitte. Ja, die Fülle ist natürlich irgendwie bedrohlich, aber ich da würde ich auch wieder die Organisationen und die Institutionen in die Pflicht nehmen und die Meinungsbildung unter den Bildungsmanagerinnen. Also wir wollen, dass unsere Trainer und Trainerinnen folgende Tools beherrschen und im Unterricht einsetzen und dann das als Weiterbildung anbieten. Ich erlebe immer mal wieder, dass die Institutionen das natürlich gerne haben, dass digitale Tools verwendet werden, weil das auch für die Lernenden natürlich attraktiv ist. Aber die Auswahl, also eine Vorauswahl zumindest, könnte die Institution treffen und sagen, die drei Sachen wollen wir. Und da möchte ich noch ganz kurz auf etwas aus dem Chat eingehen, dass man so viel Zeit braucht, um digitale Kurse vorzubereiten, habe ich da jetzt zweimal gesehen. Das stimmt, man braucht viel Zeit, um einen digitalen Kurs vorzubereiten. Das hole ich aber dann wieder herein, wenn ich diesen Kurs mehrmals hintereinander anbiete, denn dann ist alles schon da. Das wollte ich nur kurz als Impuls noch einwerfen. Ne? Ja, ich habe das auch gesehen, so diese Strategie der kleinen Schritte auch vielleicht ja, zu setzen und dann zu sagen, okay, ich habe einmal was, mit diesem Stock kann ich dann weiterarbeiten. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit, ja, da mal zu starten. Genau. Du wolltest was sagen, Susanne, dazu, gell? Ja, zu dem Einwand, dass es eventuell so viel Kosten braucht, um das Digitale, um die digitalen Kompetenzen zu erwerben. Also da sehe ich gerade, so wie jetzt im BMOOC, also es gibt sehr viele kostenlose Online-Lernmöglichkeiten, die wirklich gut zugänglich sind, gerade auch für den Einstieg in den Erwerb von digitalen Kompetenzen. Also das muss nicht unbedingt kostenintensiv sein, aber dass es zeitaufwendig ist, da gebe ich natürlich recht, ja. Also ich nehme wahr, es gibt immer mehr jetzt, also Angebote, wo sich einfach Einrichtungen vernetzen und wo es Serviceleistungen gibt in die Richtung, wo gut was vorbereitet wird. Das Zeitintensive bleibt bestehen, ja. Philipp, du wolltest da anschließen. Also weil das auch gefallen ist, sozusagen dann die Trainerinnen-Ausbildungen im Bereich, also wir haben einen eigenen Lehrgang, ein eigenes Programm sozusagen zur Train-the-Trainer-Ausbildung in der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, das ist die Referentinnenakademie, die von ÖGB, VÖGB und Arbeiterkammer organisiert wird, wo wir sozusagen natürlich auch in dem Bereich Weiterbildungen anbieten und wo es dann auch, also wo es für uns aber auch wichtig ist, dass man genau schon einen breiten Bauchladen, natürlich dann irgendwie die Trainerinnen mit einem breiten Bauchladen ausstattet, aber andererseits auch sehr stark auf die Zielgruppe schaut und auf das, was einfach sozusagen realistisch möglich ist. Also sozusagen, dass man die Zielgruppe auch mit hereinholt, weil die ist halt sehr unterschiedlich gut also auf sehr unterschiedlichen Stand, was das betrifft. Wir haben sehr viele Teilnehmerinnen. Wir haben jetzt zum Beispiel für unsere Kurse keine Voraussetzungen, dass man da eine Matura haben muss. Das sind Arbeitnehmervertreterinnen, das ist die Voraussetzung. Das sind gewählte Betriebsrätinnen, die können einen Pflichtschulabschluss haben und das letzte Mal sozusagen mit 15 Jahren oder mit 17 Jahren in der Schule gewesen sein, in einem Bildungskontext. Das heißt nicht sozusagen, dass die nicht inzwischen viel gelernt haben oder sich von den digitalen, mit diesen digitalen Sachen nicht auseinandergesetzt haben, aber es ist immer Herausforderungen in den verschiedenen Angeboten, da die Leute auf ihren unterschiedlichen Stand abzuholen und da ist es manchmal wichtiger sozusagen die Sachen, die man, wenn man solche digitalen Elemente einbaut oder Angebote baut, dass man schaut, dass die Sachen, die man verwendet, gut funktionieren und für alle funktionieren und nicht unbedingt sozusagen das zu komplex sozusagen dann ausgestaltet. Und dann ist natürlich auch eine Frage, also für einen Auftrag, für uns als Auftraggeberinnen und auch
aus Arbeitnehmervertretungssicht sozusagen, dass man natürlich den gestiegenen Aufwand der Vorbereitung und Nachbereitung einpreist und natürlich das dann auch entsprechend dann die Sachen dann auch bezahlt, beziehungsweise dann auch schaut sozusagen, dass Vorbereitungszeiten für Leute, die angestellt sind, in der Arbeitszeit möglich sind, dass sozusagen Fortbildungen in der Arbeitszeit möglich sind, und dass für Selbstständige sozusagen das entsprechend dann eingepreist wird. Ganz klar. Also ich möchte jetzt mich mal mit zwei provokanten Fragen reinwerfen in die Diskussion und an zwei Punkten nachfragen. Der erste Punkt, da ging es so um dieses, wo lernt man was gut? Ganz viel Inputs kann man auch aus dem Chat über die Vorteile von offenen Ressourcen und Möglichkeiten, ja. Und du sprichst diesen ganz wichtigen Aspekt an. Was heißt das für die Arbeitszeit? Wird die jetzt bezahlt oder wird die Arbeitszeit eher mehr? Wie schaut das da aus? Da möchte ich mal provokant nachfragen, aber wird das denn nicht leichter, sobald man mal einen Grundstock erworben hat? Ist es nicht so, wenn man mal einen Grundstock an Tools erworben hat, dass man dann immer schneller wird und immer leichter was findet, genauso bei den OER? Das ist so die provokante Frage in die eine Richtung und die provokante Frage in die andere Richtung. Da habe ich wahrgenommen, nicht alle haben so viel Freude mit so viel Digitalität, weil die sind es vielleicht nicht gewohnt oder sind vielleicht überhaupt nicht so. Im Chat kam auch so die Zielgruppe Langzeitarbeitslos als Spiel. Ja, das passt vielleicht nicht. Da ist meine zweite provokante Frage. Aber wissen wir denn nicht aus Studien und so weiter, dass die alle ein Smartphone haben? Ist das nicht eher eine Frage bei den Trainerinnen, ja, als bei den Lernenden, ja? Also haben die nicht eh alle ein Smartphone, ja, und wird man als Trainerin nicht eh immer besser? Also ich vertrete das jetzt nicht voll inhaltlich, sondern frage absichtlich provokant nach. Hildegund, bitte. Ja, ich mache schon die Erfahrung, also in dem Beginn der 2000er Jahre war das ja noch eine große Attraktivität. Achtung, heute machen wir etwas mit dem Computer, ja. Und das war für beide Seiten etwas Besonderes und etwas Sichtbares. Und inzwischen ist die Digitalisierung, ich glaube, Marianne oder Susanne, was mir das gesagt hat, eigentlich etwas Unsichtbares, ja. Und der Gunkel, das ist so ein österreichischer Kabarettist, hat mal gesagt, die frühen Völker haben keinen Gott für die Schwerkraft. Die haben für Donner, Blitz und so weiter, aber keinen Gott für die Schwerkraft entwickelt, weil diese Sache so selbstverständlich und immer begleitend ist, dass man es gar nicht merkt. Ja? Und ich glaube auch, dass die Digitalisierung so weit unser Leben auch durchdringt, dass man es gar nicht mehr merkt. Und dass man eigentlich relativ viel voraussetzen kann, also vom Handling des Smartphones ausgehend. Ja, und ganz viele Tools bestehen ja darin, mit dem Smartphone umzugehen und dann einem Quiz teilzunehmen oder was anderes Lustiges zu machen. Ja, das wäre so es wird ganz normal. Ja, es ist schon ganz normal. Es wird ganz normal, ja. Also im Chat haben einige sozusagen auch reagiert und geschrieben, wenn es aber professionell sein soll, ja, gut sein soll, professionell aufbereitet sein soll, dann wird es aufwendig, richtig? Ja, genau, kann ich nur zustimmen. Ja. Ich glaube, du wolltest da, Marianne, zu dem Thema. Ja, ich wollte dem also zustimmen in erster Linie, weil ich auch sehe, also durch das Smartphone und durch Apps hat sich einfach grundlegend was geändert. Also da ist einfach der Zugang ist viel, viel besser geworden, weil die Dinge einfach viel unkomplizierter zu nutzen sind für die Lernenden. Natürlich für die Trainerinnen trotzdem noch eine Herausforderung, das zu finden, aber es ist wesentlich zugänglicher geworden als früher die Computer. Und ich denke auch, also natürlich, was du vorher gesagt hast, Birgit, dass es natürlich leichter wird, wenn man einen Grundstock hat und dass die erste Überwindung immer ein bisschen schwierigere ist. Das sieht man jederzeit. Natürlich hat sich da ganz, ganz viel entwickelt. Aber was mir noch auffällt, ist natürlich, dass die Lernenden durch die Smartphones einfach jetzt selber viele Kompetenzen mitbringen. Das war bei den Computern durchaus nicht so. Ja, da war das ganz, ganz schwierig für beide Seiten und auch ja, eine Riesenherausforderung. Und dass da einfach im Austausch auch informell unglaublich viel passiert zwischen Lernenden, aber auch im Austausch zwischen Lehrenden und Lernenden. Ja. Also da kann man durchaus auch ja, von den Lernenden, von Teilnehmerinnen immer wieder was Neues mitbekommen und neue Dinge lernen und muss sich da nicht so
Ja, man weiß einfach auch nie alles als Trainerin. Das wird hier ganz offensichtlich, aber das ist eh eigentlich sehr klar und ist uns eh allen bewusst, denke ich. Na, das ist ja ganz schöne Veränderung auch in der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden und ganz schöner Rollenwechsel, der möglicherweise damit verbunden ist. Ja. Also so dieses, ich glaube, es war ganz am Anfang, habe ich es im Chat auch schon gelesen. Früher waren die Unterrichtenden halt die Wissenden, die was weitergeben konnten, und jetzt ist es halt tendenziell gerade in digitalen Dingen manchmal umgekehrt, ja, auch. Oder zumindest geht es um ein gemeinsames Lernen. Wie erlebt ihr das denn? Gibt es da Brüche oder Schwierigkeiten gerade durch diesen Übergang oder durch dieses, gibt es da eine Verunsicherung in der professionellen Identität, die damit verbunden ist, wenn ich jetzt wirklich in Richtung Moderatorin, ich bin nicht einmal mehr online, sogar online bin ich ja eigentlich nicht E-Trainerin, sondern zunehmend Online-Facilitator oder sowas. Ja? Also es geht einfach immer weiter weg vom Training. Ja? Susanne, bitte. Ja, natürlich ist das eine große Veränderung für Lehrende in der Erwachsenenbildung, ne? Weil man nicht mehr, selbst wenn man ein Fach hat, das man unterrichtet, nicht mehr die alleinige. Man hat vielleicht die Fachkompetenz, aber wenn ein Teilnehmer kommt und sagt, er möchte jetzt zur Kommunikation eine WhatsApp-Gruppe machen, dann bin ich durch die Teilnehmer herausgefordert, sozusagen die Ebene zu wechseln. Ja? Und das kommt dann darauf an, wie wir als Unterrichtende das dann gelingt, auf das einzugehen. Das bringt einfach neue Herausforderungen. Und ich merke schon bei den Teilnehmern in der Erwachsenenbildung, dass da selbst für viele, die früher zum Computer keinen Zugang hatten, dass die durch die Smartphones sehr wohl einen Einstieg in die digitalen Möglichkeiten gefunden haben und damit relativ selbstständig oft umgehen können. Und das natürlich dann auch im Rahmen der Erwachsenenbildung von den Trainerinnen und Trainern erwarten. Ich habe jetzt nur kurz reagiert auf das Internetproblem mit der Verbindung. Also was können wir denn da tun? Also was sind denn unsere Möglichkeiten? Wo können wir denn da ansetzen? Ja? Also vor allem, was bleibt uns denn auch übrig dann was ist die neue Rolle? Ja, wenn ich bin nicht mehr die Content-Vermittlerin, ja, wo liegt denn dann sozusagen meine Aufgabe, meine Kompetenz? Was ist das, was sozusagen von der Rolle her übrig bleibt? Ich glaube, Susanne versucht, ihre Verbindung zu verbessern, indem sie mal kurz mit Neuausstieg und Einstieg und Martinas Hilfe probiert, was sie machen kann. Was bleibt uns denn übrig sozusagen an Rolle? Ja, was ich habe im Chat gesehen, das Sicherheitsthema. Ja, es tauchen viel mehr Fragen auf rund um Sicherheit. Wir beschäftigen uns dann vielleicht mit dem Kuratieren von Inhalten, mit dem Empfehlen, was ist gut, was ist eine nützliche App, was ist irgendwie ausgewählt, qualitätsgesichert. Ja, wir beschäftigen uns mit Sicherheitsfragen. Wie kann man mit welcher App arbeiten? Also wie geht man unter Beachtung von Privacy-Regeln damit um? Vielleicht werden wir dann manchmal zu Spaßbremsen. Ja, die sagen, Leute, nicht ganz so unvorsichtig bitte mit den privaten Informationen. Aber was ist die neue Rolle eines Erwachsenenbildners oder einer Erwachsenenbildnerin, wenn er nimmer mehr Inhalt vermittelt? Ja, oder die thematische Expertise, wenn die nicht so im Mittelpunkt steht, was ist es dann? Das ist eine spannende Frage, oder? Hildegund. Naja, aber eigentlich das, was wir ohnehin immer machen hätten sollen, sozusagen. Also von der die Content-Vermittlung kann ich eher aus einem Büchel mir aneignen. Im Sprachunterricht, den ich ja hauptsächlich durchführe, ist es sowieso aufgelegt, dass die Expertise oder die Sicherheitsdiskussion einfach versprachlicht werden muss, ja, und die Diskussion sozusagen zur Diskussionsfähigkeit führt. Und auch in allen anderen Bereichen ist es so, dass das Gespräch und die Diskussion um die Kompetenzen und die Sicherheit, um die Privatsphäre
fähig bin, dass ich reflexionsfähig bin. Um das geht es eigentlich. Und ich denke, das kann man sehr gut in allen Fächern der Erwachsenenbildung umsetzen. Ja? Und dass ich nicht mehr der König bin, ist zwar traurig, aber zum Aushalten. Ja? Das heißt, es geht eigentlich um eine Pflege auch dieser Diskurskultur und Reflexionskultur. Genau. Und dafür bleibt uns mehr Präsenzzeit. Ja? Das wäre so das Ideal, nicht? Dass wir dafür stärker nutzen. Aber wir brauchen halt dieses technische Know-how, um die rundum aufpoppenden Fragen mit zu behandeln. Also sprich, Tipps zu geben, wo lerne ich was, wie gehe ich sicher um, Auswahl, Empfehlungen, Lernbegleitung eben. Genau, die Lernbegleitung ist natürlich ein schönes Feld. Technische Expertise habe ich keine besondere. Ja? Also, aber das ergibt sich dann aus der Gruppe. Ja? Okay. Philipp? Naja, es ist, ich denke mal, es ist halt immer die Frage dahinter, was dann das Ziel von den Bildungsangeboten ist und was sozusagen die Situationen sind, für die die Leute ausgebildet werden sollen oder weitergebildet werden sollen. Ich meine, bei uns ist es ganz klar sozusagen, dass bei den Arbeitnehmervertreterinnen sich das Profil sehr stark ändert, dass sozusagen die immer mehr Verantwortung auf betrieblicher Ebene bekommen und dadurch sozusagen selbst organisierter noch stärker agieren müssen. Das heißt, das ändert sich natürlich dann auch in der Didaktik, in der Ausbildung muss sich was ändern. Ist sehr lang, sozusagen sehr vortragslastig gewesen. Man hat zuerst am Vormittag am Arbeitsrecht gehabt und Nachmittag hat man Betriebswirtschaft gehabt, so ungefähr. Und da sind halt ist am Vormittag der Experte und am Nachmittag die Expertin dahergekommen. Und das heißt nicht, sozusagen, dass Wissensvermittlung jetzt irgendwie nicht mehr relevant ist und das als und das heißt auch nicht, dass es nicht ab und zu mal einen Vortrag geben kann und soll, aber es gibt eine größere Vielfalt an Möglichkeiten und dann sozusagen an Formaten, die notwendig sind, weil dass man zum Beispiel die Expertinnen auch, haben ja nach wie vor eine Rolle, so wie sie auch im Alltag eine Rolle haben. Also die Betriebsrätinnen bekommen zum Beispiel, werden an ihre Grenzen kommen im Alltagsgeschäft und deren Aufgabe ist nicht, dass sie die individuellen Anwälte von den Mitarbeiterinnen sind, sondern sie sind einmal eine wichtige Anlaufstelle. Aber es braucht dann schon ein Spezialwissen zum Beispiel dann von Kolleginnen in Arbeiterkammern und Gewerkschaften, wenn es dann um spezielle Fragen geht und genau in der Rolle sozusagen als Expertinnen kann man sie ja sozusagen in didaktische Konzepte einbauen. Das heißt, dann sind sie halt nicht 4 Stunden sozusagen als Vortragende mehr oder weniger da, sondern dann sind sie mal als sozusagen als Experten, als Ressource sozusagen da, als persönliche Ressource und als Expertin ansprechbar, so wie sie halt auch im täglichen Alltag der Betriebsrätinnen als Expertinnen ansprechbar sind. Und da kann man natürlich verschiedene Möglichkeiten dann einbauen. Also es ist und da ist es auch nicht unbedingt sinnvoll, dass man sich überall überlegt, wo kann ich möglichst viel digitale Sachen einbauen, sondern wie kann ich sozusagen die Leute so gut wie möglich auf die Realität, in der sie dann kompetent agieren müssen und möglichst effektiv agieren müssen, gut vorbereiten. Und das ist natürlich insofern immer digitalere oder digitaler durchdrängte sozusagen Arbeitswelt. Ja. Und insofern spielen natürlich diese Sachen alle eine Rolle. Mhm. Und machen Sinn, dass man es einsetzt. Mhm. Mhm. Was ich jetzt schon auch so raushöre, wir werden immer mehr zu Moderatoren oder sozusagen Kommunikation, sozusagen die richtigen Leute zusammenbringen, die richtigen Inhalte auswählen, die richtigen Fragen stellen, das wird immer zentraler. Ja? Also das ist so dieser Kern von Lernbegleitung, ja, da mal einen Experten, Expertin dazu bitten, Content empfehlen, Instrumente vorschlagen und hilfreiche Fragen stellen. Also so klassische kommunikative und moderierende Tätigkeiten auch im Lerngeschehen, die dann diese Lernbegleitung ausmachen, die bringen schon auch, habe ich jetzt so herausgehört auch, also es ist jetzt nicht so, dass die Expertise unwichtig wird, aber diese Tätigkeiten machen so die neue Identität auch aus. Ja.
die so Statt der Wissensvermittlung da ist. Es gibt übrigens ganz viel im Chat, was auch in diese Richtung geht. Ja, wir werden immer mehr zu Spezialisten für Lernen im Erwachsenenalter, Anschlusslernen, Umlernen, Verlernen, Lernen. Ja, wir beraten, wir helfen, wir geben Impulse, wir sind Facilitator. Es geht nicht um die Information, sondern um die Auswahl und um das Gesamtkonzept einer Bildungsveranstaltung. Ja. Genau. Hildegund, wurdest du, glaube ich. Genau, nur ganz kurz noch. Es geht eben nicht um das, wie Philipp schon gesagt hat, es geht nicht darum, sich einen Vortrag anzuhören und sich den dann zu merken, sondern man hat ein Projekt oder einen Plan, ein Ziel und hat da den Experten und auch dann die Gruppe, um das zu erarbeiten. Und das ist die lustigste und die effektivste Form zu lernen. Ich eigne mir etwas an, setze es um und dann kommt irgendwas aus. Und der frühere Lehrerin sind eben dazu da, zu unterstützen, ja, einen Tipp zu geben, in eine Richtung zu lenken. Genau, das wollte nur ergänzen. Das erinnert mich sehr an die Moodle-Erfahrung, die ich mit dir gemacht habe, Hildegund. Ja, das ist genauso war es. Ja, genau. Ich weiß nicht, Marianne erst und dann du, Susanne. Übrigens, fein, dass du wieder bei uns bist. Ja. Marianne, du hast jetzt erst gemoodelt. Ja, für mich war das. Also ist das sowohl analog als auch digital die bessere Form des Lernens? Also ich glaube, wir sind ja, also gerade im Sprachunterricht sowieso, reines Vortragen und sich hinstellen und alles zu wissen, war ja nie die beste Form des Unterrichtens, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich denke, da hat sie ja nicht, also da ändern sich ja nur die Mittel und die Tools, mit denen wir arbeiten, aber nicht so sehr, also ich glaube, die Diskussion darüber, welche pädagogischen Konzepte jetzt sinnvoller sind oder nicht, ist da schon relativ klar, natürlich. Also je mehr wir die Teilnehmerinnen einbeziehen und je mehr wir mit ihnen daran arbeiten, dass sie selber sich etwas erarbeiten und das dann auch können und Kompetenzen erwerben, umso eher werden wir zu irgendwelchen Zielen kommen. Also ich denke, da geht es einfach um pädagogische Konzepte, die eigentlich ja grundsätzlich überholte Formen sind, im analogen wie im digitalen Bereich. Also. Aber das da unterstützt uns natürlich, die digitalen Tools in diese Richtung, ja, die Leute einfach zur Selbstständigkeit und auch zu kompetenzorientierten Lernen zu bringen und dabei zu unterstützen. Genau, das ist nicht unbedingt eine Frage der Digitalisierung, aber sie hilft dabei. Ja, genau. Sie hilft absolut. Genau. Susanne. Ja, es ist, wenn ich ein gewisses Maß an digitalen Kompetenzen habe, dann kann ich mich ja selber eben im Unterrichten, im gemeinsamen Arbeiten mit den Teilnehmern dann auch jetzt anders orientieren. Ja? Ich kann eben entweder selber die Fachinhalte vorher aufnehmen oder ich kann aus dem reichen Schatz von YouTube oder von sonstigen Lernmaterialien sozusagen die in den Lernraum hereinnehmen und muss das nicht alles selber ad hoc machen. Ne? Und dadurch habe ich auch selber die Möglichkeit, freier zu agieren. Ja? Also da gibt es so dieses Stück Flexibilisierung durch offen zugängliche Ressourcen. Da habe ich dann vielleicht noch die Rolle ein bisschen einer Qualitätsbeauftragten und vorher wirklich zu prüfen, ist das jetzt was wirklich Geeignetes, Brauchbares? Aber ich kann mich auch sehr freispielen, um wirklich Reflexionsräume und Diskussionsräume zu pflegen, indem ich einfach auf diese Wissensbestände zugreife. Ja? Hast du das so gemeint oder habe ich dich da richtig verstanden, Susanne? Hier ging es da auch um offene Bildungsressourcen, glaube ich. Auch das, ich kann aber, man kann in einzelnen Organisationen ja selber Bildungsmaterialien erstellen für den internen Gebrauch. Das müssen ja nicht unbedingt alles OER sein. Ne? Das ist richtig. Schulungsmaterialien. Ja. Ich sehe da übrigens gerade als Tipp unsere Technik-Support-Teams, du könntest dich unsichtbar schalten, wenn du sprichst, weil dann ist deine Leitung natürlich frei für deine Stimme, die uns fast noch wichtiger ist, zumindest. Ja, ich hoffe, dass es so besser wird. Gut, danke dir. Dankeschön. Okay, also wir sind ja da jetzt eigentlich in einer sehr, wie soll ich sagen, positiv gestimmten Diskussion gegenüber den vielen digitalen Möglichkeiten. Das freut uns, ja.
Auf der anderen Seite weiß ich, dass es halt eben auch viel, und du hast das auch betont eingangs, Marianne, es gibt auch viel Veränderungsdruck, ein Stück auch Belastungen dadurch. Philipp, du hast uns nochmal aufmerksam gemacht, ne? Das ist einfach wirklich auch mehr Arbeit, hast du auch gesagt, Hildegund, es gehört auch, es geht auch darum, dass es eben diese Arbeit auch bezahlt werden muss, die da geschieht. Und ich weiß ja, wir haben eben viele Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen bei uns hier dabei, also 40% der Teilnehmenden kommen aus dem Bereich des Bildungsmanagements. Ja. Da ist schon die Frage, wie schaut denn das Ganze auch aus Sicht des Bildungsmanagements aus? Vielleicht ändert sich da ja auch was, nicht nur in den Beziehungen zwischen Lernenden und Unterrichtenden, sondern auch zwischen Unterrichtenden und Arbeitgebern, ja, also zwischen Unterrichtenden und dem Bildungsmanagement einer Einrichtung, ja, das ist ja nicht ganz so leicht. Marianne, du hast es eh schon angesprochen auch, das Geld muss irgendwo herkommen für diese Arbeitszeit und auch für die Infrastruktur. Ich würde gerne auf diese Perspektive nochmal kurz hinschauen, ja, also auf die Herausforderung auch für Bildungsmanager und was sie da in den Beziehungen zwischen Unterrichtenden und Bildungsmanagern oder Einrichtungen tut. Hildegund, bitte. Ja, ich glaube, dass in dem Dreieck von Unterrichtenden, Bildungsmanagerinnen und IT-Support jeder und jede ihr Bestes gibt, aber dass jeder so einen ganz bestimmten Fokus hat. Ja. Also die Unterrichtenden wollen, dass jetzt das Internet funktioniert. Ja. Und jetzt ist immer genau dann in dem Moment, wo ich unterrichte, und wenn es in der Sekunde nicht geht, ist der Unterricht hin, ja. Der geplante zumindest. Die Bildungsmanager und Managerinnen stellen im Großen und Ganzen ein Internet zur Verfügung und hoffen darauf, dass das dann gut funktioniert. Und der IT-Support sozusagen, der hat eben ganz viele Aufgaben. Ja, der muss ein bisschen, dass das WLAN funktioniert natürlich, aber der muss auch einen Server reparieren und einen Drucker machen und so weiter. Also der hat ganz viele Arbeiten. Und ich glaube, dass wir haben ja gesehen in der ersten Umfrage, das technische Equipment ist ganz oben bei den Wünschen. Und ich merke auch in der Weiterbildung für Trainerinnen und Trainer, dass sie alle fürchten, was mache ich, wenn das Internet nicht geht? Und wenn ich in einer Institution arbeite, wo das manchmal ausfällt, wo ich gerade den großen Plan habe und was Tolles machen möchte, dann wird die Lust am digitalen Arbeiten natürlich reduziert werden, weil man ja nicht da immer versagen möchte sozusagen. Und dadurch, dass die Trainerinnen und Trainer eben meistens freiberuflich arbeiten und der IT-Support aber in der Linie ist sozusagen als Angestellter, da gibt es keinen direkten Zugriff. Ja. Ich kann nicht anrufen und sagen, erst komm. Ja, weil der sagt, jetzt muss ich den Server richten. Ja, also da ist irgendwie, glaube ich, etwas zu verbessern, aber ich habe keine Königslösung parat, wie das funktionieren könnte. Ich sehe, alle wollen ihr Bestes geben. Also das merke ich schon immer. Ja. Und zwar in allen Institutionen. Da geht es vielleicht auch um neue Rollen und Verantwortlichkeiten und auch Verfügbarkeiten. Ja, also vielleicht, keine Ahnung, man könnte dran denken, da... Aber dann komme ich schon wieder in das heikle Gefilde, die Trainerinnenrolle irgendwie ausweiten zu wollen. Ja, ja genau. Aber wer zahlt das denn? Genau. Und wer schult dafür ein? Ne? Weil wer ist immer vor Ort verfügbar, wenn es um Training geht, sind die Trainerinnen. Es ist nicht der IT-Support. Genau, genau, genau. Bitte, Philipp. Also, um jetzt ad hoc nochmal darauf zu reagieren, ich glaube, für Bildungsmanagerinnen ist jetzt da zum Beispiel ein funktionierendes Internet herzustellen oder bereitzustellen, gar nicht irgendwie die große oder größte Herausforderung, sondern eben also sozusagen eine technische Infrastruktur, dass man das im Blick hat, dass die funktioniert und dass man da gute Kooperation sozusagen mit der Technik hat oder mit den technisch Zuständigen ist natürlich wichtig. Aber sozusagen, dass die, also ich denke, jetzt bei längeren Lehrgängen, wo man mit Lehrplattformen arbeitet, sozusagen, wo man mit Blended Learning-Szenarien vielleicht arbeitet, sozusagen die ganze Betreuung, Aufbereitung und auch die didaktische Vorbereitung sozusagen von diesen ganzen Lernräumen ist eine große Herausforderung sozusagen auch fürs Bildungsmanagement.
Und auch dann zu schauen, sozusagen, wie man die unterschiedlichen Leute da in die unterschiedlichen Rollen bringt. Ich denke mal jetzt allein für dieses Webinar, wie viel, damit das so professionell funktioniert, wie es funktioniert, wie viele Leute da im Hintergrund arbeiten. Also erst einmal danke. Und, aber das sieht man ja alles nicht so ungefähr. Oder man bekommt es ein bisschen mit, aber es ist, da ist total viel, vor allem Woman Power dahinter, sozusagen in dem Sinn. Und das ist alles Teil von dem Bildungsmanagement. Und ich denke mal sozusagen, wenn man die Digitalisierungsdiskussion sozusagen ein bisschen breiter sieht, weil das ist ja nicht nur eine Frage der Erwachsenenbildung, sondern ist sozusagen in verschiedenen wirtschaftlichen, also in der ganzen Arbeitswelt sozusagen da und eine groß und da wird sozusagen ja sehr stark danach gerufen, ja, wir brauchen Qualifizierung, 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 damit damit sozusagen die Leute da mit können. Das stimmt schon, aber es braucht halt da erstens die entsprechenden Mittel und auch ist dann die Frage, okay, und wer macht diese Qualifizierung und wie schauen diese Arbeitsverhältnisse aus? Wie organisiert man das? Natürlich, weil das kann man, also da muss mal Investitionen machen, sozusagen nicht nur in die Technik, sondern vor allem dann auch sozusagen in die, dass man die Leute mitnimmt in das Ganze, bei dem Ganzen. Und da Investitionen sozusagen in die Leute, die dann diese Ausbildungen machen. Ich glaube, das ist ein wachsender Sektor. Es wird mehr Arbeit kommen. Das heißt aber nicht automatisch sozusagen, dass das immer gleich gute Arbeit ist und dass das gut abgesicherte Arbeit ist, sondern das hängt sehr stark davon ab, sozusagen, wie da Mitsprache organisiert wird, wie soziale Absicherung organisiert wird. Und es geht immer mehr sozusagen über selbstständige, freiberufliche Tätigkeit von Solo-Selbstständigen. Und da muss man sich ja sozusagen dann überlegen, okay, inwiefern müssen wir dann den Arbeitnehmerinnenbegriff anpassen, damit man sozusagen auch die soziale Absicherung und da gewährleisten können und die Sachen sozusagen, die man einfach für Arbeitnehmerinnen im Arbeitsrecht sozusagen verankern haben können und verteidigen und ausbauen wollen, sozusagen das sozusagen auf alle Lohnabhängigen, weil schlussendlich sind viele Selbstständige, die einfach keine Angestellten haben oder auf eigene Kasse arbeiten, lohnabhängig. Genau. Und in der Erwachsenenbildung haben wir diese Situation traditionell sowieso, die vielen freien Dienstnehmerinnen in Österreich. Und wenn man sozusagen die Diskussion rund um das Crowdworking und so für die, das wird auch in der Erwachsenenbildung auftauchen. Und es wird auch den digitalen Markt der Erwachsenenbilderinnen geben. Und sozusagen, das wird Möglichkeiten ergeben, die sozusagen der Vernetzung unter den Erwachsenenbildnerinnen und wird Möglichkeiten ergeben, sozusagen, dass man da für einen breiteren Austausch. Aber es ist auch sozusagen eine Entgrenzung des Arbeitsmarktes und kann auch die Konkurrenz fördern. Und da muss man sie als Arbeitnehmerinnen oder Lohnabhängige, würde ich es mal breiter formulieren, dann auch organisieren und diese Organisierung dann natürlich unterstützen von Seiten der Arbeitnehmervertretung. Das ist ganz klar. Also um das jetzt nochmal fortzuführen, die Fantasie, die du da ansprichst, da meinst du jetzt nicht nur Online-Plattformen, wo Trainer, Trainerinnen ihre Dienste anbieten können, sondern du meinst vielleicht auch Online-Plattformen, wo man anbietet, ich moderiere Webinare, ich erstelle Lernvideos und so weiter. Also wo man jetzt nicht nur Unterrichtstrainingstätigkeiten, sondern auch die Produktion von digitalen Lernmaterialien, auch digitale Lernbegleitung, digitale Moderation und so weiter anbietet. Ja, das ist alles sehr wahrscheinlich. Im Design-Sektor sozusagen ist das Crowdworking gang und gäbe. Das ist ein Sektor, der aus Arbeitnehmerinnen-Perspektive nur wenig reguliert ist, wo man erst
viele Sachen klären muss und schauen muss, sozusagen, wie man die Leute erreicht und wo unheimliche Konkurrenz stattfindet. Ja. Und da ist die eine Frage, wie kann man den sozusagen gesetzlich regulieren, aber die andere natürlich, die damit verbunden ist, wie kann man die Leute organisieren, sozusagen, damit diese nicht gegenseitig auskonkurrenzieren. Genau, also ich glaube, so mancher Clickworker, der in Südostasien von einem schönen Leben eben in Südostasien geträumt hat und reichen Aufträgen nebenbei, hat sich dann, wie er dort war, doch irgendwie eine Gewerkschaft gewünscht. Gell? Kann man sich gut vorstellen, um welche Themen und Situationen es da geht und dass die mehr oder weniger eben auch die EB erreichen und dass es gut ist, wenn die Erwachsenenbildung, da haben wir ja wieder die Thematik, sich organisiert in irgendeiner Form und gerade auch im Zuge der Digitalisierung diese Frage nach der Organisation der Erwachsenenbildung noch einmal stärker auftritt. Genau, genau. Was mich jetzt auch noch beschäftigt, wir haben das jetzt so tangiert, ja, das ist das Thema der Kooperationen. Ja. Weil ich glaube, dass das Thema der Kooperationen zwar keine Antwort enthält auf die Probleme im Bildungsmanagement, aber einen wichtigen Lösungsansatz. Ja. Hilleg und Durst meint, ja, der IT-Support und die Kooperation mit den Trainerinnen ist so angeklungen. Nicht? Also so, ich habe mir dann gedacht, na gut, wenn die Trainerinnen wissen, wie man die Updates macht, dass man vorher schaut, dass sozusagen, wenn die da mehr Know-how haben oder wenn sie wissen, das ist die Telefonnummer, Hotline, da kann ich den Support anrufen oder so, da ist vielleicht auch ein bisschen was zu verbessern, ein bisschen was zu erreichen. Ja. Seht ihr sonst noch Möglichkeiten, wo wir als Erwachsenenbildnerinnen durch verstärkte Kooperationen Einfluss nehmen können auf die Entwicklung der digitalen Bildungsangebote für Erwachsene? Mir fällt dazu ein, ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, wonach die ganzen Online-Lernangebote, die bezahlt werden, zu einem großen Teil auch vom EdTech-Sektor gemacht werden. Ja, also da gibt es einfach auch Programmierer, die Lernangebote ohne Rücksprache, Kooperation oder Know-how von Seiten der Erwachsenenbildung erstellen. Das gibt es immer mehr. Ne? Google wird zum Anbieter und so weiter und so fort. Ja. Wäre da nicht auch da, liegt nicht da auch eine Möglichkeit unseres Berufsfelds? Gilt es nicht auch da, Kooperationen zu suchen? Ja? Natürlich intern mit dem IT-Manager, IT-Verantwortlichen im Haus und so, da, das ist so die eine Geschichte der Kooperationen. Das andere ist auf einer größeren Ebene gedacht. Haben wir da nicht auch eine Chance, als Erwachsenenbildner beizutragen zu dem, was sich da im digitalen Bereich entwickelt? Hildegund, bitte. Ich glaube schon, man muss irgendwie hinkommen dort. Ja. Ich bin ja sehr viel auf Messen auch, also auf großen Konferenzen und Messen. Und zum Beispiel bei der Online-Educa da in Berlin, die ist jedes Jahr eine Online-Messe. Und da gibt es natürlich auch eine Verkaufsmesse. Mit einem interessanten Vortrag geht, muss man bei den Verkaufsständen vorbeigehen natürlich. Und die Leute versuchen einem die neuesten Produkte zu verkaufen. Ja, also ob das jetzt eine Wall ist oder irgendein neues Programm und so weiter. Und ich denke mir immer, brauche ich alles nicht. Ja? Und warum brauche ich das und das und das nicht, überlege ich dann natürlich und komme drauf, dass es in der Bildungsarbeit dieses eine Produkt jetzt, das man der schon wieder verkaufen will, unbrauchbar ist. Vielleicht auch deswegen, weil mir die Person das als Ding verkaufen will und das mir das nicht in der Funktion klar wird, was das eigentlich für das Lernen bedeuten könnte. Ja, also das ist das eine. Und das andere ist, das ist eine kleine Geschichte, die erzähle ich jetzt auch noch von der Online-Educa. Da sind immer so Leute, so wie ich, über 50 und reden super gescheit daher, wie man das digitale Lernen befördern kann. Und die jungen Leute, die dort sind, das sind die Studenten, die beim Technik-Support helfen. Und da hat vor 3 oder 4 Jahren hat dann einer von den ganz großen Personen von HP, war der, glaube ich, hat dann gesagt, jetzt frage ich einmal so einen Jungen. Und hat diesen Jungen gefragt, sie sind da um die 20 Jahre, sie sind ein Student, was wünschen Sie sich beim digitalen Lernen? Also was erwarten Sie sich? Und der sagt, einen guten Lehrer bitte. Ja? Ganz spontan. Und ich denke, wir sind ja alle gute Lehrer und wir haben da einen guten Platz
und sollten uns vielleicht auch sichtbarer machen. Ja, das, da wäre schon viel, das haben wir schon zum Brauchen. Ja? Und das finde ich so wichtig, was du sagst. Ja, ich glaube, es fehlt uns oft an diesem Selbstbewusstsein in der Erwachsenenbildung, dass wir da was beizutragen haben und dass wir aber auch da wirklich einen Auftrag haben, was zu leisten haben, auch wenn die ganze Technikerbranche das nicht in dem Maß erkennt, nicht, was da möglich wäre, was da vielleicht auch relevant wäre. Und uns einzubringen, aktiv einzubringen und sichtbar zu machen, halte ich dafür sehr, sehr wesentlich. Ja. Susanne. Du wolltest was sagen, gell? Ja. Ich schalte mir das Video aus, dass vielleicht der Ton besser ist. Also ich denke, eine Möglichkeit der Kooperation ist auch unter den erwachsenen Bildnerinnen und den Trainerinnen und Trainern möglich, dass man sich sozusagen austauscht über die verschiedenen Einsätze, die gelungen sind und nicht gelungen sind. Da liegt auch ein Potenzial. Das wäre genau das, was durch die Digitalisierung sogar besser möglich wäre, weil man oft so sonst vereinzelt eben in Kursräumen oder in unterschiedlichen Organisationen tätig ist. Und so könnte man auch eine Plattform gemeinsam bilden, wo man sich austauschen kann. Das ist wunderbar. Online, aber auch wirklich praktisch möglicherweise, ja. Das ist sehr, sehr wichtig, was du sagst. Übrigens, der Ton ist viel besser, wird auch im Chat bestätigt. Ja. Vielen Dank. Das halte ich für so wesentlich, nicht? So dieses Lernen und einander unterstützen in vernetzten, offenen Räumen, die ja digital leichter, besser zur Verfügung stehen auch. Ja. Ich muss nicht 4 Stunden irgendwo hinfahren, um mich mit einer Community zu vernetzen. Allerdings, wir haben 20% freiberufliche Trainer, Trainerinnen jetzt da bei uns, ja. Das ist auch eine Konkurrenzgeschichte, ja. Also da muss man sich auch trauen, sozusagen die natürliche Konkurrenzsituation ein Stück weit auf die Seiten zu stellen und zu sagen, okay, das ist jetzt ein gemeinsames Lernprojekt. Die Digitalisierungsgeschichte trifft uns in einer ähnlichen Ausgangslage, ja. Sich zu vernetzen und das Wissen, das man hat, zu teilen und sich auch in seiner Unvollständigkeit, was die digitale Kompetenz betrifft, zu zeigen. Das hat auch was mit Mut und mit Verletzlichkeit zu tun. Ja. Trotzdem rentiert sie sich sicher und es geht der Trend dorthin auch. Ja. Also es gibt immer mehr diese offenen Räume. Gell. Es gibt, Hildegund, du wolltest was sagen. Ganz kurz nur, ich glaube, zu dem Austauschen braucht man immer erstens eine gute Moderation, zweitens ein Ziel, das für alle wichtig ist. Denn das, jetzt tauschen wir uns einmal ein bisschen aus. Das funktioniert nicht. Ja? Und das hat die Susanne ja auch nicht gemeint, aber man muss sozusagen Projekte schaffen, wo es eben für die Einzelnen, die natürlich irgendwie in Konkurrenz stehen, wo es für die einzelnen Leute interessant und wichtig ist, sich auszutauschen. Ja? Das ist nur eine kurze Ergänzung. Das glaube ich absolut. Ja. Das glaube ich absolut. Ja. Was fällt euch denn da ein? Habt ihr da Erfahrungen oder Beispiele für gute Praxis, wo oder wie sich dieser Austausch wirklich auch als fruchtbar erweist? Ja? Wo ich sage, da gehe ich wirklich hin. Ich meine, ich mag jetzt nicht den EPMUG erwähnen, natürlich mache ich Werbung für den EPMUG Plus, aber es gibt sehr viel mehr. Susanne, bitte. Ja, also da gibt es wirklich auch Formen, so wie Barcamps. Also eben das EB-Camp hat sie auch gegeben. Das ist eine Form, denke ich, wo man dann eben nicht nur online, aber vor Ort auch über Digitales gemeinsam sich austauschen kann. Und das wird es ja wieder geben. Das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt andere Formen wie Working Out Loud. Also es gibt verschiedene bereits Arbeits- und Organisationslernformen, die selbst organisiert passieren können und wo man genau mit Leuten, die im gleichen Arbeitsfeld sind, vielleicht von unterschiedlichen Trägern, sich wirklich gezielt austauschen und dabei lernen kann. Ja. Natürlich, da geht es nicht einfach um, setzen wir uns zusammen und tauschen wir uns aus, wie geht es dir mit den digitalen Tools? Und das ist schon mehr, das ist wirklich ein gemeinsames Lernen. Auch wenn es sehr viel, was da gerade kommt im Chat, sehr viel Konkurrenz gibt. Ja. Konkurrenz gibt es so oder so, ja. Also es wird auch die Konkurrenz geben, dass Leute kommen, die bessere digitale Kompetenzen haben als ich, als jetzt als Trainerin. Es wird digitale Gurus geben, die kommen und vielleicht von meinem Bildungs,
meiner Bildungsorganisation sozusagen angeheuert werden, dem kann ich so oder so nicht entgehen. Aber wenn ich mich dem stelle und sage, das ist ja genau diese neue Form des Lernens, dass ich sage, ich lasse mich darauf ein, auch mit anderen mich auszutauschen, nicht nur über Oberflächliches, sondern auch über meine Arbeitsweise. Und genau daran kann ich lernen und meine Arbeitsweise verbessern. Mhm. Wunderbar. Übrigens, das EB-Camp findet vom 14. bis 15. Mai das nächste Mal statt am BFAB, nur so nebenbei. Ja, Philipp, bitte. Also es gibt ja durchaus eine gewerkschaftliche Organisierung von Bildungsarbeiterinnen. Ich denke an die Interessensgemeinschaften von der Gewerkschaft der Privatangestellten oder so. Beziehungsweise gibt es auch gewerkschaftliche Angebote für Solo-Selbstständige inzwischen bei der Gewerkschaft WIDA, WIDA Flex zum Beispiel. Die jetzt nicht hauptsächlich auf Bildungsarbeiterinnen fokussiert, aber die Angebote sozusagen für Selbstständige einfach da auch hat, was den sozusagen Vorteil hat, dass man den Anschluss hat zu Organisationen, die sozusagen dann auch durchsetzungsfähig sind oder die sozusagen dann auch Thema öffentlicher breiter thematisieren kann, so ungefähr. Und gleichzeitig ist es total wichtig, dass man einfach die, dass man die auch selbst organisiert, einfach die Räume nutzt, die sich bieten und die Diskussionen, ob es sozusagen jetzt weitergeben von Wissen um, wie gehe ich mit digitalen Medien um oder auch sozusagen, wie gehe ich einfach mit meinem Arbeitsalltag um, was macht es mit mir? Ja. Also, dass man sozusagen der Vereinzelung so ein bisschen entgegentritt und mitbekommt, sozusagen anderen geht es genauso und es macht vielleicht Sinn, sozusagen, dass man sich austauscht darüber sozusagen und aus einzelnen individuellen Strategien vielleicht einmal eine gemeinsame wird und das eine oder andere Experiment wagt oder vielleicht auch mal einen Betriebsrat gründet oder so. Für, ja. Und da gibt es auch Unterstützung zum Beispiel von der Arbeiterkammer, dann gerade im Digitalisierungsbereich gibt es einen entsprechenden Fonds, sozusagen, wo man Projekte einreichen kann, dann wenn man auf betrieblicher Ebene da Ideen hat und so. Und damit ist die Werbeeinschaltung auch schon wieder vorbei. Wichtig ist, glaube ich, auch einerseits sozusagen, dass man sozusagen dieser Vereinzelung entgegenarbeitet, dass man sozusagen den digitalen Raum wirklich nutzt, damit man sozusagen wirklich, es ist einfach ein Treffpunkt, eine Form der Vergemeinschaftung so ungefähr und sollte nicht sozusagen nicht nur der Marktplatz sein, wo dann hauptsächlich Daten gehandelt werden und nicht unbedingt und da ist glaube ich einfach wichtig, dass man aus Arbeitnehmerinnenperspektive oder aus lohnabhängigen Perspektive sozusagen die Kontrolle über dem oder die Mitbestimmung über den Prozess und über die Räume und die Gestaltung sozusagen dieser Räume überhaupt, dass man sozusagen die nicht abgibt an irgendwelche Großkonzerne oder die dann vielleicht sogar nicht einmal Steuern zahlen in dem Land sozusagen, wo es aktiv sind und die dann mit den Daten machen, wo man nicht genau weiß, was dann mit den Daten passiert. Insofern ist das, glaube ich, ein zentrales Element in dieser Digitalisierungsdebatte, dass man diese digitalen Räume und Medien so nutzt, sozusagen, dass möglichst lebendige Arbeit und gemeinsame Arbeit stattfindet und das Potenzial hat. Haben Sie, es bedarf aber sozusagen der Organisation und Regulierung sozusagen von den Räumen. Also sowas wie freies Internet, denke ich mal, war in den 90er Jahren viel selbstverständlicher, als es jetzt ist. Also da hat es noch keinen Google, also eine Dominanz von Google oder Amazon oder so. Geben, da war es viel einfacher und klarer, sozusagen, dass das einmal ein freier Experimentierraum ist und vielleicht sollte man da wieder zurückkommen. Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich in der Schlussrunde angekommen.
was mit dem Zeitlichen zu tun hat, aber auch damit, dass du jetzt ganz wesentliche Punkte noch einmal eingebracht und für uns alle hörbar gemacht hast. Es ist nämlich schon 6:10. Mir scheint gerade in diesem Talk, wir sind gerade einmal eingetaucht in das Thema. Wir können das nicht einmal annähernd erschöpfend behandeln, haben vieles noch nicht besprochen. Ich möchte aber jetzt einfach an dich, Hildegund, und dann auch an dich, Susanne, weitergeben, mit der Bitte mitzubedenken, dass wir jetzt eigentlich schon fast beim Abschlussstatement sind, um zeitlich gut abrunden zu können. Bitte. Genau, danke Philipp. Ich finde auch, dass diese Vereinzelung sozusagen, dass man da entgegenarbeiten muss. Und ich finde, eine gute Strategie ist, also wir lieben alle den projektorientierten Unterricht. Man kann auch zum Beispiel ein EU-Projekt einreichen, da verdient man sogar ein bisschen Geld, erringt Ruhm, indem man seine Expertise sozusagen europaweit sichtbar macht und vergisst bei der Projektarbeit vergisst man einfach dieses Konkurrenzdenken ein wenig, wir alle zum Gemeinsamen etwas beitragen wollen. Das wollte ich nur dazu sagen. Ist aber schon in der Schlussrunde selber, oder? Ich würde lieber sagen, sag noch alles, was dir wichtig ist, um das aufzurollen für dich, weil, ja, genau. Genau. Ich habe nämlich hier immer so einen Blick auf den Chat nebenbei und bin entzückt über die vielfältigen Statements, die hier kommen, und freue mich schon sehr auf die Diskussion im Forum, die in den letzten beiden Jahren auch immer ganz, ganz super war. Und ich freue mich schon auf danach, um sozusagen in die Themen einzusteigen auch nochmal. Wunderbar, wenn du mit uns im Forum dabei bist, um da weiter zu diskutieren. Das ist ganz toll. Danke dir vielmals. Das ist interessant, ja. Susanne, bitte. Ich glaube, es funktioniert wieder am besten so, genau. Genau. Also für mich ist wichtig, das war ein bisschen bei der Ausführung von Philipp auch dabei. Also es gibt trotz allem dieses demokratische Element am Internet. Also auch gerade, wenn meine Internetverbindung nicht so gut ist, obwohl ich in irgendwo in der Pampa lebe sozusagen, aber trotzdem, es gibt mir auch so viele Möglichkeiten, eben an Bildungsveranstaltungen, an allen möglichen Wissen teilzuhaben, ohne dass ich irgendwo hinfahre. Ja? Also das ist... Und dieses Demokratisierungselement, wenn man Zugang zum Internet hat und lernwillig ist und lernhungrig hat, dann gibt es da irrsinnig tolle Möglichkeiten, ja, die sich auch zeitlich flexibel gestalten lassen, mit den eigenen anderen Alltagsanforderungen abzustimmen. Also das finde ich einfach nach wie vor so, so grandios, dass man die anderen Gefahren nicht unbedingt aus den Augen verlieren soll, aber das gibt es ja trotzdem noch immer, diese Möglichkeiten. Und für mich sind zwei Punkte in dem Zusammenhang noch wichtig. Also das eine ist, glaube ich, es kommt auch sehr viel auf unsere Einstellung darauf an, ob wir das als bedrohlich, als Konkurrenz, nur als Gefahr erleben oder eben auch die positiven Seiten sehen. Und wesentlich aus, es kommt darauf an, was wir damit machen und daraus machen. Ja? Also natürlich auch mit den Gefahren umgehen und das bleibt uns nicht erspart, aber dazu muss man sich eben auch mit dem ganzen Digitalen einmal wirklich darauf einlassen und sich damit auseinandersetzen, dass man auch die Gefahren überhaupt sehen kann. Ja? Und da erlebe ich manchmal schon, also auch im Bildungsbereich, dass Leute nur die Gefahren sehen und sich deswegen gar nicht näher darauf einlassen wollen. Also ich möchte wirklich sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, trotz all der Gefahren. Und ich wünsche es, dass es uns gelingt, das auch in der Erwachsenenbildung einfach stärker zu nutzen. Und freue mich auch auf den Austausch im Forum. Dankeschön. Wunderbar, danke dir. Ja, Marianne. Ja, ich möchte also ganz... dem kollegialen Austausch auch wirklich das Wort reden, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass das ganz, ganz wichtig und gut ist, sich mit anderen Trainerinnen auszutauschen und einfach wirklich so diese praktischen Beispiele voneinander zu lernen, weil man da unglaublich viel mitkriegt, weil doch
die meisten selber sehr viel recherchieren und probieren und nachschauen und jeder und jede entdeckt was anderes und man kommt da auf ganz viel Neues immer. Also trotz dieser vermeintlichen, würde ich jetzt sogar sagen, Konkurrenz, die da oft ja, bei Selbstständigen natürlich größer ist als bei Angestellten, wir arbeiten ja mit Angestellten, aber es ist oft im Hinterkopf sehr stark präsent. Ja. Ich habe mein Material erstellt und die Betonung liegt auf mein. Und in Wirklichkeit haben viele andere ganz was Ähnliches entdeckt und ausprobiert. Und gemeinsam kommt man dann drauf, so wird es eigentlich, ja, das funktioniert besser und so weiter. Also ich möchte dem wirklich ganz stark das Wort reden. Ja. Also Trainerinnen, tauscht es euch aus. Da profitiert man unglaublich davon. Also was ja im Chat auch gekommen ist, dass das relativ schwierig ist. Ja. Also ich finde das gar nicht gefährlich oder ich finde es einfach, ja, ich möchte alle ermutigen, das zu tun, weil man ganz viel auch davon hat. Also ich möchte an der Stelle eben inhaltlich andocken und das nochmal unterstreichen. Ich glaube, es ist wirklich auf sehr Platz für sehr viele unterschiedliche Ausprägungen von Tätigkeiten als Erwachsenenbildner, Erwachsenenbildnerin in der neuen digitalen EB, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt da sehr viel Unterschiedliches, was man machen kann. Es ist nicht so sehr, glaube ich, nur die Konkurrenz, sondern tatsächlich auch ganz stark eben der Gewinn durch den Austausch und auch durch die Organisation, durch dieses sich organisieren. Philipp, du hast das nochmal auf einer anderen Ebene stark gemacht, den Aspekt des sich Zusammenschließens und Sorgen dafür, dass man in einem selbstgesteuerten, selbstkontrollierten Raum unterwegs ist. Ja. Also ich denke, es ist eigentlich auch ein schöner Schlussgedanke, ja, für diese erste, sage ich mal, Diskussion zu diesem Thema. Ich denke, da gibt es noch viel weiter zu besprechen. Ja. Ich habe das jetzt aus dem Chat auch so wahrgenommen, ja, da ist viel Neues, aber es ging ja auch noch gut weiter. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Philipp, ich habe dich ein bisschen den Schlussplädoyer, nachträglich zum Schlussplädoyer erklärt. Möchtest du noch was ergänzen, was du passt? Okay, gut. Dann kann ich das tun, was ich sollte, nämlich auf die Zeit schauen und zum Abschluss kommen und schließe jetzt noch mit ein paar kleinen organisatorischen Dingen. Bitte, wenn Sie für diesen Talk ganz speziell eine Teilnahmebestätigung brauchen, dann schreiben Sie bitte jetzt in den Chat TN. Für Teilnahmebestätigung. Einfach in den Chat nur TN schreiben, dann wissen wir, dass Sie für diesen Talk eine Teilnahmebestätigung brauchen. Das geht am leichtesten für die, die sich vorher schon angemeldet haben zu diesem Talk. Wir kümmern uns morgen oder spätestens am Montag darum, dass Sie die Bestätigungen auch bekommen. Sollte es in diesem Zusammenhang noch irgendwelche Fragen geben, dann bitte um ein Mail an webtalk@erwachsenenbildung.at. Die E-Mail-Adresse ist da auf der Folie auch eingeblendet. Außerdem habe ich noch im Sinne unseres eigenen Lernens eine große Bitte an Sie. Bitte füllen Sie unser Online-Feedback aus. Wir haben diesmal das erste Mal einen Talk in dieser Größe mit der Technologie Zoom durchgeführt. Ansonsten haben wir die großen Talks bisher nur mit Adobe Connect gemacht. Wir haben bestimmt noch viel zu lernen. Bitte teilen Sie uns das auch mit, indem Sie an unserem Online-Feedback teilnehmen. Sie sehen da auch eingeblendet den Kurzlink ogde/sz10. Bitte dort einfach teilzunehmen. Die Aufzeichnung zum DigiTalk werden Sie morgen im Laufe des Tages schon sehen. Und während Sie jetzt vielleicht noch Ihr TN in den Chat schreiben, darf ich gleich noch hinweisen auf die kommenden Live-Talks in der Reihe DigiTalk von Erwachsenenbildung.at, die in diesem Fall auch Bestandteil unseres EBMOOC Plus sein werden. Und zwar gibt es einen Live-Talk zum Thema Sicherheit und Datenschutz, speziell in der Erwachsenenbildungspraxis am 26.03., also noch im März. Und den nächsten Live-Talk gibt es dann Mitte April am 16.04. zum Thema MOOCs als offene Bildungsressourcen nutzen. Das ist auch ein Ansatz, der noch
wenig Verbreitung findet und für den wir gute Beispiele bringen wollen und den wir auch stark machen möchten, den wir für sehr nützlich halten, gerade für Bildungsmanager und Bildungsmanagerinnen. Und schließlich haben wir am 23. April noch einen Live-Talk zum Thema Live-Videoformate in der Erwachsenenbildung, wo wir vorstellen, was man mit Webinartechnologien machen kann. Über das hinaus, was Sie jetzt erlebt haben, also welche Formate gibt es da, was ist alles möglich und was kann man da auch dann wirklich während des Talks gemeinsam live erleben. Gut, in diesem Sinn wünsche ich Ihnen allen einen ganz, ganz schönen Abend und bedanke mich herzlich für den anregenden Chat, die vielen Kommentare, das engagierte Dabeisein. Ganz herzlichen Dank in die Runde der Diskutantinnen da hier am Podium, sage ich mal. Ich fand es sehr, sehr spannend, auch wenn ich persönlich den Eindruck gewonnen habe, wir haben das Thema gerade einmal aufgemacht und nicht abgeschlossen. Aber diese Fragen, die wir da angesprochen haben, die werden wir ohnehin nicht so leicht beantworten können. Das gehören eher zu den Fragen, die man jetzt einmal leben muss. Ja. Und neue Antworten werden sich im Weitergehen entwickeln, denke ich. Ich danke euch allen ganz herzlich und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Thank you.